Sie sehen hier einen zweifarbig lackierten Kotflügel. Wir wollen jetzt mal ein sogenanntes Spot Repair oder auch Smart Repair genannt demonstrieren mit Wasserlacken. Also Wasserbasislacken besser gesagt. Dazu haben wir einen Kotflügel vorbereitet, den wir zweifarbig mit einem Zierstreifen versehen haben. Unten ist ein normaler Audi Anthrazit Farbton, also ein normaler Metallic Farbton, und oben ist ein Orange und das ist ein Percolor Ton, damit es nicht ganz so einfach ist. Also eine einfache Beilackierung, ich meine, da ist jetzt nicht so viel Besonderes dran. Darum wollten wir den Schwierigkeitsgrad etwas erhöhen, um das besser demonstrieren zu können. Weil die Arbeitsweisen sind immer die gleichen, egal ob es sich dabei um Percolor handelt oder Metallic oder normale Uni-Farbton. Mittlerweile gibt es ja auf dem Markt bzw. im Handwerk nur noch wasserbasierende Basislacke, außer für Spezialanwendungen. Und die sind natürlich etwas anders zu verarbeiten wie die herkömmlichen lösemittelbasierten. Darauf wollen wir jetzt einfach mal eingehen. Und dieser Kotflügel, der hat jetzt leider noch keine Beschädigung. Darum werden wir dem Kotflügel gleich mal so eine normale Beschädigung, wie sie auf dem Parkplatz passieren kann, zufügen. Und gerade in diesem Bereich, wo eben die Streifen sind, damit man das dann besser nachher darstellen kann, wie man sowas beheben kann. Und der eine oder andere wird sich natürlich fragen, jetzt, ob er daheim, wie er jetzt an diese Farben in geringen Mengen kommt, also an die Originaltöne. Entweder geht er in der Nähe bei einer Lackiererei vorbei und lässt sich geringe Mengen davon ausmischen. Wenn das nicht funktionieren sollte, weil manche stellen sich da halt ein bisschen dumm an, würde ich den Farbton einfach irgendwo bestellen. Irgendeiner Internet-Auktionsplattform zum Beispiel. Dann könnte man das, was man verwendet, benutzen und den Rest, der wird einfach wieder verkauft. Genauso beim Klarlack. Und der ganze Film, der soll auch dazu dienen, sich mal einen Überblick zu schaffen, wie groß der Aufwand wirklich ist an so einer Spot-Repair-Geschichte. Weil teilweise werden da ja wirklich horrende Preise für verlangt, die ja schon im Bereich einer kompletten Lackierung gehen. Also wenn ich da höre, dass der Kotflügel da für, was weiß ich, 250 Euro ausgebessert wird, wenn so kleine Macken drin sind, das halte ich jetzt doch etwas für übertrieben vom Arbeitsaufwand her. Darum wollen wir das jetzt mal einer zweifarbigen Geschichte zeigen, die schon etwas aufwendiger ist, aber auch nicht so aufwendig, wie man jetzt vermuten würde. So, jetzt werden wir erstmal Macken da reinmachen. Jetzt nehmen wir einen Schlüssel, wird ja auch ganz gerne gemacht. Kratzen wir mal richtig rein hier. So, jetzt haben wir da schon richtig schöne Kratzer drin. Mal gerade ranzoomen, dass man so besser sieht. Und damit es noch ein bisschen schwieriger ist, hauen wir jetzt noch eine kleine Dalle rein. Mal gucken, was wir da nehmen. Kommt hier oder so. So, jetzt haben wir da schon richtig schöne kleine Dalle im Bereich der Kante drin. So, werde ich das noch mal kurz in einer Aufnahme zeigen, damit man das auch besser sieht. Jetzt haben wir da schon ordentliche Macken drin. So, da sieht man das jetzt ganz gut. Das wollen wir jetzt entfernen. So, jetzt haben wir da, wie gesagt, unsere Beschädigung drin. Jetzt müssen wir natürlich uns überlegen, wo wir das dann, also wir werden das dann hier in diesem Bereich auslaufen lassen müssen, um das später beizupolieren. Und da ja jetzt Fahrzeuge, die täglich im Einsatz sind, oft auch noch gewachst werden und so weiter,
muss man jetzt praktisch erstmal Voraussetzungen schaffen, dass der ganze Dreck bzw. irgendwelche eventuellen Lachse und so weiter runter sind. Und dazu reibt man dann erstmal die ganze Fläche mit Silikonentferner richtig sauber, um eventuelle Wachsrückstände zu entfernen. Das werden wir zwischendurch noch ein paar Mal machen. So. Und jetzt müssen wir natürlich erstmal diesen Bereich ausschleifen und später die angrenzenden Bereiche, wo dann der Übergang geschaffen wird, der wird dann auch nochmal angebaut. Das zeige ich dann etwas später. Da ja da tiefe Kratzer jetzt drin sind, die also bis auf den Füller durchgehen, müssen wir das jetzt natürlich erstmal ausschleifen. Wir müssen dabei natürlich darauf achten, dass wir jetzt nicht so riesen Flächen erzeugen. Dann nehmen wir jetzt ein 120er Papier, trocken, und schleifen jetzt erstmal die Beschädigung aus. Jetzt sieht man auch deutlich, wie der Kratzer zum Vorschein kommt. In dem Bereich sieht man jetzt deutlich, wie diese Kratzer da, kleine Beule, wo wir haben. Müssen wir jetzt sorgfältig ausschleifen und dabei achten, dass wir jetzt nicht so eine riesen Fläche erzeugen. Dazu auch ein kleines Klötzchen nehmen. Zum Beispiel, es gibt da zwar spezielle Lackiererklötzchen, aber so ein Vierkantholz kann man auch verwenden, wo man dann das Schleifpapier drum wickelt. Und man reißt das Schleifpapier einfach etwas kleiner und wickelt es da drum und kann so schön mit dem Klötzchen ausschleifen. Wir wollen ja nachher eine ebene Fläche hier haben. So lange schleifen, bis diese tiefen Kratzer weg sind. Und jetzt in der Kante, da kommt man natürlich jetzt mit dem Kloß nicht so gut bei. Da müssen wir dann wieder von Hand ran. Damit der Fingerkuppen ganz gut in die Kante reinkommt. So, jetzt haben wir das schon mal ausgeschliffen da. Und im oberen Bereich hier zeichnen sich hier zwei kleine, eine ganz minimale Beule ab. Jetzt haben wir jetzt das alles weggeschliffen. Sieht natürlich jetzt ziemlich wüst aus, aber das ist egal. Und hier, da haben wir jetzt, sieht man von der Vertiefung her, dass sich hier eine Beule befindet. Besonders wenn man mit dem Klotz schleift, kann man das ganz gut erkennen, weil natürlich der Lack in der Vertiefung drin bleibt, wenn man mit dem Klotz drüber fährt. Ist also zwar jetzt ganz minimal, aber meistens sind es ja relativ kleine Beulen. Wenn man jetzt richtig große hätte, müsste man natürlich im Vorfeld erstmal ausbeulen. So, das putzen wir jetzt auch wieder mit Silikonentferner sauber oder blasen es mit Luft ab.
Für die kleine Beule brauchen wir jetzt ein bisschen Spachtelmasse. Da kann man so eine Standard-Polyester-Spachtelmasse nehmen. Am besten eignen sich so Kunststoffspachtel, die liegen aber in der Regel natürlich der Spachtelmasse bei. Für so eine kleine Stelle braucht man natürlich entsprechend wenig. So, und zu so einer kleinen Menge braucht man nur ganz wenig Härter. Also bei Polyester-Spachtel ist es so, dass man 3% Härter zugeben sollte. Ist natürlich bei so einer kleinen Menge jetzt sehr, sehr schwer. Da tun wir jetzt nur ganz, ganz minimal bei der Härte. Der ist extra rot, damit man beim Mischen erkennen kann, wenn man zu viel Härte beigegeben hat, dann verfärbt sich nämlich die Spachtelmasse rot. So, jetzt haben wir da den Härter drauf, jetzt müssen wir das gut vermischen. Das geht so ganz gut über die Kanten, man kann das noch so ein bisschen durchrühren und zieht das immer wieder mit dem Kunststoffspachtel über die Kante weg. Und vermischt das so. Man braucht auch keine Angst haben, der fällt nicht runter. Wichtig ist, dass man sehr, sehr gut durchrührt. So, das ist jetzt ein schwarzer Polyester-Spachtel, wo für Kunststoffteile eigentlich gedacht ist, aber der von den Lackierereien ganz gerne auch als Feinspachtel verwendet wird, weil er ein recht feines Schleifbild erzeugt beim Schleifen. Also für so kleine Beulen, da reicht normalerweise ein Feinspachtel aus. So, jetzt haben wir das gut durchgerührt, jetzt müssen wir das nur noch aufbringen. So. Jetzt nehmen wir uns ein bisschen Spachtel auf den Kunststoffspachtel und ziehen das vorsichtig hier über die Fläche, wo die Beule ist. So. Jetzt wenn das unten an der Kante, dann kann man das vorsichtig mit dem Finger entfernen und streift dann, zieht dann die restlichen Spachtelfläche in den Tuch, das trocknet ja schnell. Dann hat man den Spachtel auch schon gleich wieder sauber. Man kann dazu auch einen alten Packkarton nehmen, wo man dann die restliche Spachtelmasse dann abstreift, lässt das trocknen und dann kann man das Ganze in den Restmüll geben. Müssen wir nur noch warten, bis der Spachtel getrocknet ist. Also bei normaler Raumtemperatur geht das in der Regel so 10-15 Minuten, da ist er ganz gut durchgetrocknet. Das geht relativ schnell. Wenn man jetzt noch ein bisschen Wärme zuführt, ganz vorsichtig, eventuell mit dem Heißluft füllen oder so, dann zieht er wesentlich schneller an. Allerdings sollte man nicht so nah dran gehen, dass es zu heiß wird. Also am besten mal zwischendurch die Hand dazwischen halten. Um zu sehen, also jetzt nicht den Heißluftföhn auf die Hand halten, das natürlich nicht, aber wenn man so mit 40 cm Abstand und so weiter, so auf unterste Stufe ein bisschen erwärmt mit dem Heißluftföhn, dann trocknet das wesentlich schneller an. Da muss man nicht so lange warten. Das mit diesem Härter, das hat auch eine besondere Bewandtnis, also vom Spachtel. Wenn zu viel Härter beigegeben wird, dann blutet er durch. Das heißt, dass sich die Spachtelflächen später im Lackbild eventuell abzeichnen. Darum muss halt
das Verhältnis, also relativ genau abgemessen werden, der Härte auf die verwendete Spachtelmasse. Darum ist der Härte halt rot eingefärbt, dass man genau, also jetzt vor allem bei den hellen Spachtelmassen, dass man sofort sieht, wenn man zu viel Härte verwendet hat, weil dann wird die Spachtelmasse rot bzw. rosa. Und dann weiß man, aha, man hat zu viel genommen. Und dann kann man einfach, gibt man nochmal ein bisschen Spachtelmasse dazu, dass das Verhältnis wieder passt. Muss natürlich relativ schnell gehen, weil diese Spachtelmassen gerade bei erhöhten Temperaturen wesentlich schneller anziehen. Und dann bringt man sie gar nicht mehr auf die Fläche. Also im Hochsommer muss das schon recht flott gehen. So, mittlerweile ist der Spachtel jetzt getrocknet. Und jetzt müssen wir den Spachtel schleifen. Dazu sollte man am besten auch einen Klotz nehmen. Man kann, wie gesagt, also die Schleifklötze, die gibt es halt nur relativ groß. Kann man sich wieder einen Holzklotz nehmen und wickelt da das Schleifpapier jetzt drum. Und vergleicht jetzt mit dem Klotz die Spachtelmasse. Dabei auch darauf achten, dass die Fläche nicht zu groß wird. Mal sehen. Man kann jetzt immer wieder mal fühlen. Am besten ist es natürlich immer mit der flachen Hand. Es gibt da noch so einen alten Trick, dass man das noch besser spürt, ob die Bollen raus sind. Und zwar nimmt man dazu ein Tuch. Legt das Tuch zwischen Hand und Fläche und fährt dann drüber und dadurch wird der Eindruck bei Bollen verstärkt. Also da spürt man jetzt immer noch was, muss man noch weiter verschleifen. Wir haben jetzt hier eine Körnung von, das ist jetzt ein 240er Schleifpapier. Man kann natürlich erst grob vorschleifen mit einem 120er und geht dann auf ein 240er oder 360er Papier über. So. Nochmal fühlen. Ja, ist noch ein bisschen. Noch etwas zu spüren, ganz minimal. Das noch, da ist ein bisschen Spachtel über die Kante gekommen. Die Kante noch ausschleifen. Das müssen wir jetzt wieder von Hand machen, weil da kommt man kurz dann nicht so gut rein. So. Wieder fühlen, aha, da ist noch eine Beule da. Jetzt beim Schleifen sieht man es noch deutlicher, dass sie doch ein bisschen größer ist, als wir anfangs gedacht haben. Da werden wir jetzt wahrscheinlich noch mal ein bisschen nachspachteln müssen. So, wie vorher haben wir noch mal Spachtel angerührt und tragen jetzt den Spachtel vorsichtig auf, diesmal ein bisschen breiter. Geht jetzt wieder bis zur Kante, kann man vorsichtig wieder an der Kante wegnehmen. So, und dann haben wir noch eine kleine Riete drin, ein bisschen nachspachteln. So, kann man das auch an Spachtel vorsichtig abnehmen. So, und das Ganze muss jetzt wieder trocknen. Kann man natürlich jetzt wieder ein bisschen beschleunigen. Wie gehabt, normal trocknen. 40, 50 cm Entfernung, leicht erwärmen das Blech. Und dann fängt der Spachtel relativ schnell anzuziehen. Man kann dann immer mal Haltefüllen weghalten, kurz kühlen, dass das Blech nicht zu heiß wird, weil sonst verbrennt der Spachtel und verliert die Haftung zum Untergrund. Im schlimmsten Fall wirft der Spachtel Blasen. Und dann kann man wieder
runterschleifen. Das wollen wir ja nicht. Nur leicht erwärmen ist bloß. So, der Spachtel ist jetzt wieder zwischenzeitlich getrocknet. Dann sind wir natürlich wieder zu schleifen. Schön im Klotz. Langsam rantasten. Fühlt sich schon ganz gut an. An der Kante. So, und jetzt nehmen wir ein feines Papier. Und schleifen die. Das ist ein Trockenschleifpapier, das entspricht ungefähr 600er Papier. Damit werden wir jetzt die umgebenden Flächen anrauen. Aber da ja den Füller spritzen müssen. Nach hinten hin, wo wir dann später ausnebeln, da gucken wir, dass wir da jetzt nicht zu weit reingehen. Ein bisschen muss natürlich sein, um einen Übergang zu schaffen für den Füller. Kleine Kratzerchen, kann ich auch noch verstecken. So, der Silikonentferner. Wir reiben das jetzt erstmal ab. So, das sieht man auch ganz gut, wenn man sauber geschliffen hat. Da sind jetzt noch ein bisschen gröbere Spuren. Kann man noch mal ein bisschen nachschleifen in den Randbereichen. Da sieht man es halt auch noch ganz gut. Ausgeschliffen werden. So. Jetzt machen wir das sauber. Jetzt haben wir da noch ein bisschen. Das kann man auch mit einem grauen Schleifbett machen. Das entspricht auch ungefähr 800er bis 1000er Papier. Man sollte so weit wie möglich im Trockenschliff arbeiten, da Polyester-Spachtel die Eigenheit hat, dass es Feuchtigkeit zieht. Also Polyester fängt unter Feuchtigkeitsquellen an. Und das wollen wir halt vermeiden, solange der Füller noch nicht drauf ist. So, jetzt haben wir die ganzen Übergangsbereiche geschliffen und das wieder mal nochmal reinigen und können jetzt für den Füller das abdecken. So. Da es jetzt rund ist, der Bereich, wo wir füllen wollen, also diesen Bereich wollen wir dann füllen, um die Fleischspuren zu beseitigen vom Schleifen. Gehen wir einfach Papier drüber. Reißen erstmal an der Stelle da, wo man sieht, dass bei dem Papier sieht man das jetzt relativ gut durch. Es geht dann einfach, entweder klebt man ringsrum Papier oder man reißt einfach ein Loch rein. Wir müssen es dann eh noch mit Klebeband. So, jetzt tun wir das mal großzügig wegreißen, das Papier. Ein bisschen Klebeband, damit wir dann nachher keine scharfen Füllerkanten kriegen, decken wir das jetzt hohl ab. Das heißt, wir nehmen Klebeband, kleben jetzt erstmal bis dahin ab, wo wir keinen Füller haben wollen. So.
relativ grob abgeklebt. Damit wir jetzt keine scharfkantigen Füllerränder kriegen, nehmen wir nochmal Klebeband. Da kann man dann auch zur Not ein bisschen breiteres nehmen. Muss ich gerade mal schnell holen. So, da habe ich jetzt ein breites Klebeband. Dann klebe ich jetzt über das vorhandene nochmal drüber und lasse es aber hochstehen. Die Ränder, man sieht das jetzt ganz gut. Es gibt dann einen weichen Füllerübergang, der sich dann wesentlich besser beischleifen lässt. So. Kann man so ein bisschen umfalzen. Wir brauchen zum Beispiel jetzt doch nur ganz wenig Druck. Auch beim Füllern braucht man also nicht viel Druck. So, jetzt da oben noch. So, und das lassen wir jetzt einfach so hoch stehen. So, ja, ein bisschen nach hinten hin. So, und jetzt müssen wir erstmal Füller anrühren. Wir nehmen also ganz normalen, in dem Fall jetzt einen hellen Füller, weil dieses Orange, das braucht einen relativ hellen Untergrund, damit es dann gleich von Anfang an wesentlich besser deckt. Also wenn man mal, es gibt natürlich auch dunkle Füller, je nach Untergrund. Es gibt auch Tönfüller, die man einfärben kann entsprechend, aber das verwenden wir jetzt nicht. Wir nehmen mal so einen Standardfüller, einen Heißfüller. Und füllen jetzt erstmal diese Stelle. Sehr gut geeignet dazu ist von SATA so eine Mini-Jet. Das ist jetzt noch ein älteres Modell. Die verwenden wir hauptsächlich entweder für Füller oder für Wasserlack. Hat eine 1 mm Düse, reicht für solche Sachen vollkommen aus. So, um kleine Mengen anzurühren, verwenden wir immer einfache Pappbecher, weil sie lösemittelbeständig sind. Das, was man nicht mehr braucht, lässt man im Pappbecher trocknen und gibt dann das Ausgetrocknete dann in den Restmüll. Brauchen wir erstmal ein bisschen Füller. Dazu haben wir einen Messstab. Kann man zur Not auch einen Zollstock machen, indem man einfach an einem Stück Holz Markierungen macht. Der Füller, der wird jetzt 3 zu 1 mit Härte angerührt. Das heißt, 3 Teile Füller, 1 Teil Härte. Und dann ungefähr 10% Verdünnung nochmal dazu. Wenn wir die Mini-Jet nehmen, müssen wir eventuell ein bisschen mehr Verdünnung nehmen, weil die Düse entsprechend kleiner ist. Aber das sieht man dann beim Spritzen. Aber in der Regel geht es normal angerührt mit 10% Verdünnung auch durch die Düse. Bei so einem Messstab, da hat man eine Skala. Auf der linken Seite, ich kann das mal gerade zeigen, so, auf der linken Seite, da ist jetzt also Füller und dann bis zur nächsten Markierung, da sieht man so abgehakt, kommt dann härter und dann nochmal entsprechend Verdünnung dazu. Kann man sich also gar nicht vertun. Oder wenn man es jetzt mit einem Holzstock machen will, nimmt man halt, wenn es jetzt 3 zu 1 ist, 3 cm als Beispiel, 3 cm Füller, 1 cm härter. Dann passt das schon wieder. So, jetzt tun wir noch den Härter dazu. Das haben wir uns jetzt extra mal abfüllen lassen. Aber hier nur geringe Mengen immer da, dann lohnt es sich nicht, da ganze Litergewinde zu kaufen, darum lassen wir uns das immer passend abfüllen. Für Demonstrationszwecke. So, jetzt kommt noch ein ganz kleiner Schuss Verdünnung dabei.
So, und jetzt wird das Ganze gut durchgerührt. So. Unser Mini-Jet ist jetzt schon bereit. Wird der Füller dann auch nochmal gefiltert mit einem Sieb, damit nicht zu viel Dreck drin ist. Man muss es nicht unbedingt, weil sowieso geschliffen wird, aber es macht schon Sinn, weil man spart sich dadurch hinter eine Menge Arbeit. So, jetzt sind natürlich die Siebe etwas groß hier für die Mini-Jet. Mal halt langsam da reingeben, dass es dann auch in die Pistole läuft und nicht nebenher. So, jetzt haben wir den Füller in der Pistole. Also wir verwenden hier, damit es nicht so laut ist, einen speziellen Kompressor, der extrem leise ist. Man kann das auch mit einem Baumarktkompressor machen, man muss nur den Druck regeln können. Bei der neueren Mini-Jet, die hat einen speziellen Druckregler. Das ist jetzt die neue, die HVLP, und die hat hinten nochmal einen Druckregler dran. Also da kann man relativ mit einem hohen Eingangsdruck reingehen und regelt das an der Pistole entsprechend runter. Hat man das nicht wie bei dem alten Modell, muss man es halt am Kompressor runter regeln. Also für unsere Zwecke reichen da in der Regel 2 Bar aus, weil wir gerade für solche Beilackierungen nur wenig Druck benötigen. So, also beim Füllern oder beim Spritzen generell sollte man eigentlich immer Atemschutz aufsetzen. Das heißt nicht irgendwie eine Staubmaske, sondern eine Maske mit mindestens einem Aktivkohlefilter oder gleich so eine Doppelmaske. Und man darf sich auch nicht davon täuschen lassen, dann später bei den Wasserlacken, dass die harmloser sind, weil sie auf Wasser basieren. Das ist leider ein Trugschluss. Dadurch, dass sie auf Wasser basieren, sind sie wesentlich besser lungengängig. Das heißt, sie gehen richtig tief in die Lunge rein und entfalten dann ihre Schadstoffe da. Also auch da Atemschutz tragen. Jetzt in diesem Fall können wir das nicht, weil sonst würden sie uns wohl kaum noch verstehen. So, jetzt bringen wir erstmal den Füller auf. Immer so Schicht für Schicht, erstmal leicht kurz ein bisschen vorspritzen, vorsichtig mit dem Halsschutz füllen, wieder so wie es anzieht. Hier sehen wir noch ganz deutlich Fleischspuren drin. Ein paar Minuten warten, dass der Füller leicht anzieht. Immer darauf achten, dass das Klebeband sich nicht runterklappt. Man kann das so zwischendurch mal wieder ein bisschen leicht anheben oder ablösen, dass wir nicht so scharfe Ränder kriegen. So leichte Ränder wird es schon geben, aber die kann man dann relativ einfach beibehalten. So, jetzt wird der Füller an der Oberfläche schon verhältnismäßig glatt. Da wir mit einer Mini-Jet arbeiten, ist der Füllerauftrag nicht so hoch wie bei einer speziellen Füllerpistole, die meistens so eine 1,4er bis 1,7er Düse haben. Und dann müssen wir dann mit der Mini-Jet einmal mehr drüber gehen. Pistolen noch von anderen Herstellern, wo gerade für Beilackierungen geeignet sind. Aber wir persönlich arbeiten am liebsten mit den SATA-Pistolen. Aber das ist natürlich eine Geschmacksfrage.
Theoretisch kann man es auch mit einer Billigpistole aus dem Baumarkt machen, nur darf man sich dann natürlich, kann man da nicht so ein hochwertiges Ergebnis erwarten, weil die Zerstäubung halt einfach ganz anders ist. Jetzt im Füllerbereich, da wäre es dann egal, da kann man auch eine Baumarktpistole nehmen. Aber später für den Lack, da sollte man dann schon eine verhältnismäßig gute Pistole nehmen. Zumal man sie ja jetzt nicht nur für solche Zwecke benutzen kann, sondern man kann ja ganz viele andere Sachen noch mitspritzen. Was weiß ich, angefangen Modellbau, von mir aus Gartenzaun oder sonst was. Ziemlich vielseitig. So. Mal da unten noch gucken. Unten runter, ja, wenn man sich den, da kann man. So. Müssen halt alle Schleifspuren glatt sein von der Oberfläche her. So, wenn ich jetzt gucke, guckt man am besten immer schräg vom Licht her, gegen das Licht, über die Fläche, dann kann man das am besten beurteilen. Wenn man jetzt so über die Fläche schaut, von der Seite her, dann sieht man das ganz gut. Und jetzt müssen wir einfach abwarten, bis der Füller getrocknet ist. Bei normalen Temperaturen geht das so, ja, 2 Stunden, 2,5 Stunden. Bei normaler Raumtemperatur müsste der auch schon trocken sein. Man kann das auch noch mal ein bisschen beschleunigen, indem man die Fläche erwärmt. Man kann irgendwie einen Heizkörper in die Nähe stellen oder so weiter, also, sofern man das zur Verfügung hat in der Garage. Und mancher hat da ja irgendeinen Elektroheizkörper in der Garage, den kann er in die Nähe stellen, dass es erwärmt wird, dann geht es ein bisschen schneller. Nur keine Zündquellen. Das wäre nicht so gut geeignet. So, jetzt lassen wir den Füller mal trocknen. Und wenn der Füller dann gut durchgetrocknet ist, machen wir weiter. So, wenn der Füller einigermaßen trocken ist, dann bringen wir noch einen Kontrollschwarz auf. Dann kann man einfach matt schwarz nehmen aus der Dose. Das wird nur ganz leicht drüber genebelt. Man könnte auch Kohlepulver nehmen oder ähnliches. Oder mit der Airbrush-Pistole ein bisschen Airbrush-Farbe in Schwarz einfach drauf nebeln. Das dient dazu, dass man nachher beim Schleifen die Schleifriefen und so weiter besser erkennt, weil sich dieser Nebel in den Vertiefungen absetzt. Und dann kann man das wunderbar sehen, dass wann man genug geschliffen hat und die Oberfläche wirklich glatt ist. Also wir bringen da jetzt ein bisschen was auf von. Ganz kurz einmal drüber nebeln. Das muss nicht deckend sein. Nur so ein ganz leichter Nebel, das ist schon vollkommen ausreichend. So, und jetzt lassen wir es, können wir es ja schon mal vorsichtig abdecken. Einigermaßen angezogen. So. So, jetzt haben wir unsere Stelle da. Man sieht jetzt hier noch Ränder, aber die sind, also man spürt sie fast gar nicht. Ja, also wenn man das Schadensbild so gering wie möglich halten will, muss man schon ein bisschen abdecken. Man deckt es dann wohl ab, dass sich hier keine scharfen Kanten ergeben, weil die könnte man eventuell später unterm Basislack wieder sehen. Also hier sind sie fast gar nicht zu spüren, die kriegen wir nachher, wenn das richtig durchgetrocknet ist, gut beigeschliffen. So, mittlerweile ist der Füller jetzt relativ gut getrocknet. Jetzt kommt wieder unser Klötzchen zum Einsatz. Und wir schleifen den Füller, den schleifen wir jetzt mal nass. Das heißt, Schleifpapier ums Klötzchen wickeln. Das ist jetzt ein. Man kann es also, wenn der Füllerauftrag recht grob ist, dann kann man es mit einem 800er vorschleifen und schleift es dann mit dem 1200er nach. Wenn der Füllerauftrag schon relativ fein ist, also wenig Dreck drin ist und so weiter, dann kann man auch gleich mit einem 1200er schleifen. Ha ha ha!
jetzt beim Schleifen, jetzt sieht man ganz deutlich, was das Kontrollschwarz bewirkt. Also ich nehme jetzt hier gleich die 1200er. Jetzt fangen langsam an, sich die Kanten oben zu brechen. Ja, ich hoffe, dass der Füller jetzt schon trocken genug ist. So, und jetzt sieht man das ganz gut. Da kann man sich jetzt langsam rantasten. Ich muss jetzt auch mal ein bisschen noch leicht vorschleifen. Ein bisschen gröberen. Nehme ich jetzt auch einen 800er erstmal. So. Jetzt nach und nach verschwinden die schwarzen Stellen vom Kontrollschwarz. Der Füller ist jetzt noch ein bisschen weich, dann müsste ich vielleicht noch ein bisschen länger durchhärten lassen, dass er uns nachher nicht zusammenfällt. In der Kante, da wird man dann wieder vorsichtig von Hand schleifen müssen. Immer wieder frisches Wasser dazu nehmen. Kurz mal zwischendurch mit Schwamm abputzen, das Ergebnis betrachten. So. Da kann man jetzt schön sehen, was das Kontrollschwarz macht. Da sehe ich jetzt genau die Stellen, wo ich noch nicht geschliffen habe oder wo nur Schleifspuren zu sehen sind. In dem Bereich da. Da sieht man jetzt ganz deutlich noch die Schleifspuren. So. Immer noch in der Kante schleifen. Geht jetzt am besten von Hand. Es gibt auch so ganz weiche Gummiklötzer, die man dann in die Kante reindrücken kann. Aber wenn man mit wenig Druck arbeitet und immer über die ganze Fläche zieht, spürt man das ganz gut. Und schleift nicht nur extra Kanten rein. Zwischendurch mal fühlen mit der flachen Hand. Wieder schleift man das dann nach mit dem 1200er. Einen leichten mäßigen Druck. Jetzt müssen wir die Umgebung noch anrauen, wo wir dann später ausnebeln. Dazu nehmen wir jetzt ein 2000er Papier. Wir können also den vorderen Bereich noch schleifen. Weil wir fangen ja von vorne vom Kotflügel an. Also wir spritzen dann später von hier und lassen es hier in diesem Bereich dann kurz danach auslaufen und polieren das dann später bei. Und den Bereich, wo wir dann beilackieren. Den bauen wir jetzt leicht an. Das
2000er Papier, weil das lässt sich dann später auch gut polieren. Man kann auch noch feiner gehen. Gibt da jetzt auch noch einen 3000er. Kann man den Bereich, wo man dann ausnebelt, später den rauen wir mit einem 3000er an. Oder mit Druckluft abblasen. Wenn man jetzt diese Füllerstelle im Licht betrachtet und so praktisch mit dem Licht mitgeht, also gegen das Licht schaut, über die Füllerfläche, kann man das ganz gut beurteilen. Das sieht man schon, wie sich das Licht drin bricht. Das muss praktisch im Prinzip genauso glatt sein wie die Lackoberfläche, also von der Oberfläche her. So. Und jetzt können wir da mit dem Abdecken anfangen. Bevor wir abdecken, muss die ganze Fläche wieder mit Silikonferner gereinigt werden. Sauber sein. Dann kriegen wir dann nachher Probleme. So, jetzt gibt es für die Wasserlacke einen speziellen Reiniger. Stattdessen kann man aber auch Alkohol nehmen. Zwar so, in dem Bereich, dass wir dann erst den Basislack spritzen können. Wir fangen dabei im Orange an, machen dann den unteren Teil mit der Linie. Und spritzen dann später den Klarlack bei und nebeln den nach hier hinaus. So, das wollen wir natürlich jetzt so knapp wie möglich halten. Fangen wir da an mit dem Abdecken. Also da nebeln wir später aus. Reißen wir dann nachher später zum Ausnehmen einfach weg und dann wird der Kotflügel so. Das würde jetzt mit Sicherheit vom Nebel her nachher eine scharfe Kante geben. Von daher müssen wir da genauso arbeiten wie beim Füller, indem wir das wohl abdecken mit Klebeband. Lassen wir dann hochstehen. Das in mehreren Lagen machen, dass wir das nach und nach dann hochbiegen. So, dann kann man das nämlich schön nachher einfach so nach und nach dran wegziehen. So. Wir haben uns jetzt hier den Farbton, der nennt sich Blazing Orange, haben wir uns mischen lassen als Wasserlack. Wasserlacke müssen auf jeden Fall gefiltert werden. Es gibt da extra spezielle Filter für Wasserbasislacke, die haben etwas weitere Maschen.
So. Jetzt haben wir den in der Pistole. Müssen wir das Ganze noch aufladen in einem Schaufindetuch, beziehungsweise man kann auch sehr gut Mikrofasertücher nehmen. Für Wasserlacke gibt es ja spezielle Tücher, Staubbindetücher, also sind nicht in dem Sinne mehr Staubbindetücher wie früher, dass sie klebrig sind, sondern sind auch auf Mikrofaserbasis. So, wenn wir zum Beispiel spritzen, wir spritzen jetzt immer von der Kante weg, wenig Druck. Erstmal vorsichtig. Normalerweise sollte man die gleichdeckend spritzen, die Wasserlacke. Also richtig satt. Aber das ist bei solchen Farbfüllen nicht unbedingt sinnvoll. Nur, wem es zu lange dauert, bis es trocken ist, ein Wasserlack braucht erheblich länger zum Trocknen, der kann dann ganz vorsichtig mit einem heißen Föhn das wieder anwärmen. Oder mit einer Infrarotlampe, sofern vorhanden. Aber Otto Normalverbraucher hat kaum eine Infrarotlampe zur Verfügung. Darum nehmen wir jetzt hier auch einen Heißluftföhn. Also kleinere Düsen für diese, das ist ja jetzt ein Perlkulorton, wie eine 1.0er, höchstens noch eine 0.8er sollte man nicht nehmen. Weil dadurch verändert sich, durch die feineren Düsen verändert sich der Farbton. In der Regel wird er dann zu hell. Nur wieder ein bisschen zwischentrocknen. Mittlerweile ist der Farbton fast deckend. Noch einmal kurz drüber. Dann müsst ihr gut decken. So, jetzt kann man das vorsichtig ein bisschen entfernen und gucken, ob der Übergang gut wird. Also der sieht jetzt ganz gut aus hier. Mal jetzt vorsichtig so ein bisschen anheben. Ein bisschen leicht reinhebeln. So, jetzt muss man das Ganze gut trocknen lassen. So, und das Ganze müssen wir jetzt richtig gut durchtrocknen lassen. Wasserlack braucht relativ lange zum Trocknen. Also mindestens eine halbe Stunde sollte man das jetzt stehen lassen. Wenn man es natürlich erwärmen kann, geht es ein bisschen schneller. Am besten ist, man geht einen Kaffee trinken oder so und guckt dann nach einer Stunde, ob es trocken ist. Weil wenn man das abkleben, ohne einen Lack dazwischen zu spritzen, muss der Wasserlack wirklich absolut trocken sein. Sonst löst das den Kleber vom Klebeband an. Weil die ganzen Klebebänder sind ja alle auf Acrylatbasis und Wasser würde das anlösen. Und dann wird es nachher Rückstände geben auf dem Wasserlack. Also der muss wirklich sehr, sehr gut durchtrocknen. Wenn der Lack jetzt gut angetrocknet ist, können wir jetzt mit dem Abkleben anfangen. Man sieht jetzt noch die alten Linien hier. Das können wir jetzt erstmal ein bisschen wegmachen hier. Zuerst nehmen wir mal die obere. Da orientieren wir uns jetzt an der alten und setzen das da an. Das ist jetzt ein 6mm Klebeband von 3M. Jetzt genau gucken, dass wir da die alten Linien erwischen, die noch zu sehen sind. So, reißen wir es kurz ab.
Klebeband. Das, man sieht das, das ist 3 mm waren ursprünglich. Vorne gut andrücken. Nochmal ein bisschen nachziehen, dann passt es nicht genau. So. Die obere, die lief ein bisschen steiler aus. So. So, jetzt müssen wir nur den oberen Bereich abdecken. Papier. Machen wir jetzt das Klebeband. Jetzt wird der obere Bereich dann abgedeckt, bis ans blaue Klebeband dran. Dass man nicht so viel hinterkommt. So. Das Oberspray tun wir etwas glätten. Ein Staubbindentuch. Nochmal die Linie nochmal sauber anwickeln. So. So, jetzt nehmen wir den anthrazitfarbenen Wasserlack, wird wieder gefiltert. Verdünnt werden die Wasserlacke mit dem sogenannten VE-Wasser, voll entmineralisiert. Ist aber im Prinzip nichts anderes wie ein Umkehrosmosewasser, also da sind keine Mineralien, nichts mehr drin. Voll gereinigtes Wasser. So, drücken wir auch erst wieder leicht einmal vor. Dann verdickt es natürlich jetzt entsprechend schneller. So, weil so Streifen, wo abgeklebt sind, ist sehr, sehr wichtig, dass man etwas vorspritzt, weil sonst das Wasser aus dem Wasserlack den Kleber von den Klebebändern anlöst und dann gibt es unscharfe Kanten. Hier kann man natürlich jetzt auch wieder gut ein bisschen mit dem Heißluftföhn nachhelfen. Schneller antrocknet, vor allen Dingen im Bereich des Klebebandes, sehr, sehr wichtig. So, wenn man oben den Streifen. Zuerst sollte der Streifen oben decken. Spritzen auch hier mit relativ geringem Druck. Das mal unterm Klebeband an, ob der Übergangsbereich gut geworden ist, ob man da noch mal sehen kann. Also das sieht jetzt verhältnismäßig gut aus, ohne Schatten. Jetzt müssen wir den Wasserlack erstmal wieder trocknen lassen. Wir können jetzt ganz vorsichtig schon mal das Klebeband entfernen. Das ist ganz gut, wenn man das noch im frischen Zustand ganz vorsichtig wegzieht, damit sich kein trockener Film bildet. So. Und jetzt kommt gleich nur noch, sobald das trocken ist, braucht man nur noch einen Klarlack aufbringen. Jetzt müssen wir erst wieder warten, bis der Basislack trocken ist. So, wenn der Basislack dann
gut getrocknet ist. Da gibt es einen kleinen Trick. Also der Basislack muss wirklich absolut trocken sein. Der Wasserlack hat die Angewohnheit, dass er etwas dicker aufträgt. Das würde dann eine relativ fette Kante da geben nachher im Klarlack. Und da wollen wir natürlich so wenig wie möglich haben von. Dann nimmt man ein sauberes Tuch, nachdem das richtig getrocknet ist, und zieht einmal vorsichtig hier drüber, sodass man mit dem Finger nicht drankommt. Und eventuelle Pigmente, wo dann noch hochstehen, die werden dann geglättet. So, und jetzt rühren wir dann erstmal einen Klarlack an und machen dann weiter. So, der Klarlack, der wird auch wieder 3:1 angerührt. Ja, drei Teile Klarlack, ein Teil härter. Wir verwenden dazu wieder einen Messstab, aber wie gesagt, man kann es auch mit dem Holzstock machen, wo man sich entsprechende Markierungen dran gemacht hat. Der Klarlack kriegt auch ungefähr 10% Verdünnung. Das ist also vom Hersteller so vorgegeben. Das Ganze natürlich wieder gut mischen. Frisch darf vielleicht sauber machen, abwischen. So. Der Klarlack muss natürlich auch gefiltert werden. Für den Klarlack verwenden wir die andere Mini-Jet. Die HVLP von SATA. Also wenn man das oft macht, dann macht es jetzt für Basislack und eine für Klarlack. Weil bei den Wasserlacken, wenn man die sauber macht, bleiben da ganz gerne mal Pigmentrückstände in der Pistole. Dann müssen wir die jedes Mal zerlegen. So, jetzt haben wir unser Klarlack drin. Sehr wichtig ist jetzt beim Klarlack, dass man sich gleich eine Beispritzverdünnung, das ist eine scharfe Verdünnung, wo die Ränder dann später beigespritzt werden, dass man die sich bereitstellt. Wir haben das jetzt schon wieder etwas abgedeckt, auch wiederholt. Das werden wir nach den zwei Gängen Klarlack, wir spritzen jetzt zwei Gänge Klarlack drauf, werden wir diese Abdeckung entfernen und dann die Reste vom Klarlack raustun aus der Pistole und schuss Beispritzverdünnung rein. Also man muss die Pistole dann nicht unbedingt komplett reinigen, sondern kann praktisch, wenn ganz minimale Reste noch vom Klarlack drin sind, gibt man einfach die Beispritzverdünnung dabei und nebelt dann die Ränder aus. So, ich sage das jetzt nur im Vorfeld, dass ich das dann nachher nicht unbedingt extra nochmal erwähnen muss. Da ja der Basislack gut trocken ist, kann man jetzt hier vorsichtig nochmal ein bisschen Overspray entfernen, falls vorhanden. Und dann fangen wir mal mit dem Klarlack an. Mal ein bisschen Druck erhöhen. Die erste Schicht Klarlack ist jetzt drauf.
Die lassen wir jetzt ablüften. Und dann machen wir nochmal eine Schicht drauf. Jetzt können wir schon wieder vorsichtig das Klebeband ein bisschen zurücknehmen. Wenn man ganz vorsichtig abzieht, nimmt das ein bisschen zurück, dass sich der Bereich vergrößert zum Beispritzen. So, man darf nur nirgendwo einen Lack reinfressen, das ist wichtig. Also sehr, sehr vorsichtig. Müssen wir also 3-4 Minuten anziehen lassen und dann kommt der nächste Gang. Also wenn da ein bisschen Staub drin ist, das spielt überhaupt keine Rolle, das wird später alles rauspoliert. Und zwischenzeitlich ist der Klarlack jetzt abgelüftet. Tragen wir noch einen Gang auf. Diesmal auf Verlauf spritzen. So. Jetzt tun wir den Rest Klarlack zurückleeren. Das kann man dann austrocknen lassen und später entsorgen. Und tun jetzt ein bisschen Beispritzverdünnung rein. So. Dann wird das Papier vorsichtig entfernt. Reißen wir jetzt weg. Können wir ein bisschen nach hinten. Und spritzen jetzt diese Bereiche bei. Mit der Beispritzverdünnung. Die werden dann später auspoliert. So. Mal gucken. Mal schön im Licht gucken. So, das war's. Und das muss jetzt einfach trocknen. Jetzt sieht man hier nochmal diesen beigespritzten Bereich, so im Licht, da wird es dann so leicht matter oben. Ich hoffe, das erkennt man in der Kamera. Da sieht man jetzt noch ein paar Staubkörner drin, bleibt natürlich nicht aus. Die werden wir danach herauspolieren. So, beim Reinigen der Pistolen mit Wasserlack. Sollte man darauf achten, dass man das Wasser vom Reinigen nicht einfach in die Kanalisation gibt. Sondern das fängt man auf, einen extra Behälter. Den kann man dann entweder austrocknen lassen, einfach verdunsten und dann entsorgen. Oder halt an eine entsprechende Entsorgungsstelle für Problemstoffe geben. Also auf keinen Fall in die Kanalisation gehen. Dadurch wird das Trinkwasser mit Sicherheit nicht besser. Das ist nämlich das Problem bei den Wasserlacken, dass jeder meint, das kann man ja schön mit Wasser auswaschen und einfach irgendwo in den Gully kicken. Das soll man natürlich nicht tun. So, über Nacht ist jetzt unser Kotflügel gut durchgetrocknet. Da wollen wir jetzt heute mit dem Polieren anfangen. Er hat schon einen relativ guten Glanz. Die Stelle ist nicht mehr erkennbar. Allerdings haben wir natürlich jetzt bedingt dadurch, dass man ohne Kabine das beigespritzt hat, ein paar Staubkörner drin. Zum Beispiel hier hat sich nachträglich noch ein größeres reingesetzt. Das schleifen wir dann aus. Da ist noch ein kleines zu sehen. Und oben drauf auch noch welche, ist aber kein Problem. Die werden ausgeschliffen und dann poliert. Hier sehen wir jetzt den glänzenden Lack und hier kommen wir in den Bereich, wo wir die Beispritzverdünnung gespritzt haben. Da sieht man, dass es dann etwas matter ist. Auch hier am Kotflügel runter. Und das wird dann jetzt aufpoliert. Dazu benötigen ist ein Stützteller. Der hat hier der ist Schaumstoff gepolstert. Mit so einem Klettverschluss. Und ein Polierschwamm. Das ist jetzt ein oranger Polierschwamm von 3M. Gibt es auch von anderen Herstellern. Das ist also jetzt nicht unbedingt markenbezogen. Dazu brauchen wir jetzt noch eine Politur.
Wir haben hier das 3M-Produkt 09375. Das ist eine feine Politur mit leichten Schleifpartikeln drin. Und diese Stützteller, die sind mittlerweile doch relativ günstig geworden. Man erhält sie auch in diversen Auktionshäusern oder im Internet bei spezialisierten Shops. Es ist nicht so, dass man die jetzt nur fürs Beipolieren benötigt. Man kann sie auch anderweitig verwenden, indem man einfach sein Auto mal poliert oder so. Dafür sind sie auch hervorragend geeignet. Es gibt da auch noch verschiedene Schwammaufsätze für verschiedene Polituren. Also es geht vom Lammfell für eine grobe Schleifpolitur bis hin zu einem schwarzen Schaum, der noch feiner ist, für dann Hochglanzpolituren oder Nanolackpolituren. Also ist doch relativ vielseitig und ist eine einmalige Anschaffung, die auch vom Preis her nicht sehr hoch ist. Lohnt sich auf jeden Fall. Verwenden kann man eine ganz normale, regelbare Bohrmaschine. Man muss jetzt nicht unbedingt speziell eine Poliermaschine haben. Es sollte halt regelbar sein, so dass man dann so mit Umdrehungszahlen von 3000 Umdrehungen arbeiten kann. Also es schwankt immer ein bisschen von Politur zu Politur. Also es fängt an so bei 1500 und geht hoch bis 3500 Umdrehungen. So, das ist also doch relativ unkritisch. So, zuallererst wollen wir die Staubkörner raushaben, wo wir da gesehen haben. Dazu verwenden wir wieder das kleine Klötzchen und nehmen ein 2000er Wasserschleifpapier. Damit schleifen wir jetzt erstmal die Staubkörner raus. Geht auch relativ schnell, also nicht so problematisch. Man sollte dabei immer in eine Richtung schleifen nach Möglichkeit. Im 2000er brauchen wir auch keine Bedenken haben, dass man zu schnell durchschleift. Oben haben wir auch noch jetzt ein paar. Kotflügel ganz glatt haben will, der kann ihn theoretisch auch komplett schleifen, also die Flächen an den Kanten ein bisschen weniger und dann komplett auf Hochglanz polieren. Macht aber nicht so viel Sinn, weil dann die Fläche nachher zum übrigen Lack, also zum werksmäßigen Lack, eventuell zu glatt wäre. Schon raus hier. Da ist ein ganz kleines. Und mal schauen hier. Da ist noch was. Wenn man mit der Hand drüber fährt, fühlt man es auch ganz gut. Wenn man jetzt in so Rundung ist, da kann man das auch mal von Hand machen. Wenn man dann mit dem Daumen besser in die Rundung reinkommt. Schlafen wir auch noch raus. Dann kann man jetzt noch mal ein bisschen hinterher gehen mit einem 3000er. Ja. Das macht dann noch ein feineres Schleifbild auf dunklen Lacken. Das ist anzuraten, weil man da Polierspuren viel eher sieht. Manche Aufbereiter sagen, das wäre blödsinnig, weil dann der Lack abreißt. Nur wenn das entsprechend gut vorbereitet war, reißt er natürlich keinen Lack ab. Und man tut sich einfach leichter, die Übergänge zu polieren, weil der grobe Nebel dann nämlich durch das Schleifen mit dem 3000er schon mal entfernt ist. Also kann ausreichen, wenn man es nur poliert. Aber man
man tut sich doch um einiges leichter, wenn man es kurz mit einem 3000er Papier leicht köpft. Ob das dann Abreißelack, das werden wir ja dann gleich sehen. So, jetzt wird das Ganze sauber geputzt, abgetrocknet. Und dann können wir schon mit der Maschine anfangen. Ja, jetzt habe ich gerade da noch mal ein kleines Stellchen gesehen da oben. An der Kante, da ist noch ein ganz kleines Staubkörnchen. Das wird auch noch was entfernt. So. Das ist egal, jetzt nehmen wir die Politur, muss man vorher gut aufschütteln. Wir haben so einen Kopf, wo man rausziehen muss, dass geöffnet wird. Das setzt sich mit der Zeit nämlich auch ab. So, jetzt bringen wir da erstmal die Politur auf, man muss da jetzt nicht so sparsam mit sein. Maschine. Gucken, dass der recht mittig drauf sitzt, damit das nicht so schlägt. So, und dann fangen wir, kann man jetzt, ups, da. Schaumstoff könnten hier dann praktisch dadurch, dass der Lack erwärmt wird, wird der Lack in der Oberfläche weich und dann könnten die sich da reinfressen. Also von daher sollte man es hier in dem Bereich ein bisschen langsamer laufen lassen. Immer schön hier auf einer Stelle bleiben, immer schön hin und her bewegen. Auf und hinterlässt so einen leicht wässrigen Film. Die Überreste, die kann man dann einfach mit dem Mikrofasertuch abreiben. Das überschüssige Material, ohne Druck, macht man das sauber. So. Und jetzt werden wir ja sehen, ob da irgendwo der Klarlack abgerissen ist. Manche Aufbereiter behaupten. Wahrscheinlich haben sie zu wenig Erfahrung im Polieren, das wird sein. So, oder nehmen falsche Materialien. Das mal in einer Aufnahme betrachten. Ja.
Also ein Krümel drauf. So, jetzt gucken wir mal ein Licht dran her. Also immer wieder praktisch mit dem Licht schauen. Dann sieht man die Spiegelung besser drin. So, jetzt fahren wir in den Bereich, wo wir praktisch beigespritzt haben. Und ich hoffe, dass sich das Licht jetzt gut drin spiegelt. Mal warten, ein bisschen stellen, dass man das besser sieht. So, von der Oberfläche her. Man sieht also keine abgerissenen Lackkanten, sondern die Oberfläche ist wirklich wieder spiegelglatt. Auch im Bereich des Kotflügels. Also jetzt im Bereich des Radlaufes meine ich. Polierergebnis sieht sehr gut aus. Wenn sich jetzt nochmal Stellen herausbilden, also nach einer kurzen Zeit oder so, kann sein, dass die geschliffenen Stellen nochmal leicht matt werden. Dann poliert man einfach nochmal kurz nach. Und dann ist das eigentlich gut, das Ergebnis. So, und jetzt sieht er wieder aus wie neu. Von der Stelle ist nichts mehr zu sehen. Keine Farbveränderung vom Spritzen her. Dass da also ein Unfallschaden war, davon ist jetzt nichts mehr erkennbar. Zu den verwendeten Materialien möchte ich noch kurz sagen, dass man sollte da, wenn man jetzt Materialien von einem anderen Hersteller nimmt, auf jeden Fall sich die technischen Datenblätter ansehen sollte, bezüglich Mischungsverhältnis oder Verdünnung. Man sollte auch verschiedene Härter, also Härte, man sollte also nicht hier die Komponenten verschiedener Hersteller untereinander vermischen, also sprich Härter von dem einen Hersteller und den Lack von dem anderen Hersteller. Das sollte man nicht tun, sondern immer praktisch bei einer Linie bleiben. Was man allerdings machen kann, ist zum Beispiel, dass man den kompletten Füllerprozess von einem Hersteller nimmt, weil der vielleicht ein bisschen besseren Füller hat, und das Lackmaterial komplett mit Härte von einem anderen Hersteller. Das kann man natürlich schon machen. Weil die Hersteller sagen zwar immer, das wäre nicht so gut, weil das aufeinander abgestimmt ist, aber so kompliziert ist das nicht. Also man kann das schon machen. Das machen auch sehr viele Lackierereien, weil sie ganz genau wissen, aha, der Füller von dem einen Hersteller ist eben besser wie der hauseigene, und dann verwenden sie halt den. So. Was man noch sagen sollte, ist, dass man diese angebrochenen Materialien kann man nur bedingt lange aufheben. Härter ist da wesentlich empfindlicher. Der hat eine relativ kurze Aufbewahrungszeit, da er die Eigenart hat, Feuchtigkeit zu ziehen. Also den sollte man relativ schnell verbrauchen. Wenn er dunkel und kühl gelagert wird, dann hält er sich vielleicht einen Monat oder so maximal. Und dann fängt er an, wird er kriselig, also es bilden sich so kleine Klümpchen drin und so weiter, und dann ist er kaputt. Er verfärbt sich dann auch gelblich. Ein Basislack, also Wasserbasislack, kann man länger aufheben, also teilweise bis zu einem Jahr, wenn es gut verschlossen ist. Wenn der kaputt geht, dann setzt er das Bindemittel oben ab, das sieht man auch ganz deutlich, und lässt sich dann auch nicht mehr aufrühren, also Pigmente sacken nach unten weg und verklumpen. Der ist dann, kann man dann auch nicht mehr verwenden. Und der Klarlack, wenn er kaputt geht, verfärbt sich auch. So, das wäre dazu. So, und jeder, wo schon mal mit einer Pistole gearbeitet hat und ein bisschen Gefühl hat fürs Schleifen, der kann solche Arbeiten auch ganz gut selber ausführen, wie man sieht. Wir haben jetzt ein bisschen das Ganze komplizierter gemacht durch diese Streifen, die einlackierten. Dadurch verlängert sich natürlich die Arbeitsdauer, weil man ja noch zusätzlich abkleben muss. Aber man hat jetzt schon mal einen Einblick, wie lange so eine Arbeit geht. Man darf ja auch jetzt nicht davon ausgehen, dass da irgendeine Werkstatt jetzt nur an einem Kotflügel arbeitet, sondern sie haben ja meistens mehrere Sachen gleichzeitig in Bearbeitung. Das heißt, in der Zeit, wo da der Füller trocknet, arbeiten sie am anderen schon wieder weiter. Dadurch reduzieren sich natürlich die Laufzeiten erheblich. Also von den einzelnen Arbeitsgängen, weil die Arbeitsgänge an sich verbrauchen nicht viel Zeit. Vom Materialaufwand her ist es auch nicht sehr aufwendig. Wenn man natürlich große Gebinde kaufen muss, ist es sehr ärgerlich. Aber wie gesagt, man kann ja angebrochene Sachen weiterverkaufen oder
verwendet sie beim Nachbarn, wenn der mal einen Schaden hat oder wie auch immer. Den Werkstätten wird das mit Sicherheit nicht wehtun, weil die Leute, die keine Lust haben darauf, die gehen so oder so in die Werkstatt. Das ist also, und den anderen, denen es zu teuer ist, die lassen es auch bleiben. Also von daher tut man denen nicht weh damit, wie sie immer meinen. So. Das wäre eigentlich alles, was ich dazu zu sagen hätte. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Beilackieren. Also mit der Anleitung sollte das eigentlich jedem einigermaßen handwerklich Geübten möglich sein, so eine Arbeit durchzuführen.